Und plötzlich stand ich so 5 Meter vor einem Schlachter. Und er guckte mich auch so an. Was machen Sie denn hier? Und am Ende verliert er alles. Und er ist wieder genau da, wo er herkam. Ein armseliger Mann aus der Gosse. Wir sind nicht so betroffen davon. Wobei, ich habe auch unter Devotis immer mal wieder jemanden getroffen. Glaubt es oder glaubt es nicht? Wo Glücksspiel ein Thema war. Was ist überhaupt los? Was ist passiert? Und er hatte einen ganz demütigen Gesichtsausdruck. Er guckte so ganz betreten auf die Erde, auf den Boden, mit gefalteten Händen. Ich muss euch etwas beichten. Und dann hat er uns erzählt, dass er früher spielsüchtig gewesen war. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des täglichen Bhagavatams. Wir treffen uns hier immer jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag, um gemeinsam aus dem wichtigsten Buch in der Krishna-Bhakti-Tradition zu lesen, es gemeinsam zu studieren. Und wir sind mittlerweile im 17. Kapitel. Herzlich willkommen nochmal an alle, die noch eingeschaltet haben, hier live. Man kann hier live mit dabei sein. In der Videobeschreibung findet ihr den Zugangslink. Und ich kann euch auch mit großer Freude mitteilen, übrigens, das ist die Bhagavad Gita, wie sie ist. Sie wurden alle übersetzt und erläutert, diese Bücher, von His Divine Grace, A.C., Bhaktivedanta Swami, Prabhupada, dem Gründer Acharya der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Und ich kann euch alle, auch die YouTube-Zuschauer, mit Freude mitteilen, wir sind gerade dabei, endlich unsere Sendungen alle zu beschriften mit den Versnummern. Also für alle Menschen, die tatsächlich diese Bücher lesen, die wissen, dass das Srimad Bhagavatam aus sogenannten Versen besteht. Das kann man hier sehen. Und hier ist schon der nächste Vers. Hier haben wir gerade mal eine Seite aufgeschlagen, wo sehr wenig Erläuterungen sind. Aber es gibt manchmal auch Verse, die gehen dann hier länger, wie hier mit einer längeren Erläuterung. Und es kann sein, dass wir vielleicht mal einen Vers lesen im Srimad Bhagavatam mit einer Erläuterung und uns dann vielleicht fragen, hey, was haben eigentlich die MTB Nektarhummeln über genau diesen Vers und über diese Erläuterung gesprochen? Wie haben sie darüber so diskutiert? Und dann setzt man sich an seinen Bildschirm, an seinen Computer oder an sein Smartphone, und wir kennen alle die Suchfunktion bei YouTube, dann gibt man diesen Vers ein, zum Beispiel SB 1.5.12, und hofft, dass man dann vorher vielleicht noch MTB eintragen oder mein tägliches Bhagavatam oder Vedavox, so heißt dieser Kanal. Wenn man das vorher noch tut, das kann sehr hilfreich sein. Dann weiß die YouTube-Suchmaschine, das hat irgendwas mit Vedavox oder mit dem täglichen Bhagavatam zu tun. Weil sonst kann es passieren, dass man viele englische oder Hindi-Lectures da präsentiert bekommt. Aber wenn ihr da voraus noch etwas schreibt, wie zum Beispiel Vedavox oder mein tägliches Bhagavatam und dann die Versnummer einträgt, nämlich SB, also S für Srimad, B für Bhagavatam und dann 1.5.12. Am Ende kein Punkt unbedingt. Dann
kann es gut passieren in Zukunft, dass ihr dann da auch wirklich gleich hinlandet und euch dann genau diese Sendung auch dann anhören könnt. Und ja, da haben wir gestern mit gestartet, genauer gesagt, unsere liebe Rasa Manjari, die hat sich da an die Arbeit gemacht, weil, wie einige von euch schon wissen, wir haben mittlerweile fast 1000 Sendungen hier schon ja, hochgeladen. Und hier, das ist übrigens Rasa Manjari. Winke doch mal, dass alle dich mal sehen. Und die hat gestern sage und schreibe schon, ich glaube, 64 Sendungen oder so, eine glücksverheißende Zahl hat sie sich gleich vorgenommen, hat sie Das von ist Sendung 900 22 habe ich, glaube ich, gesehen, oder 20, bis 985. Da steht jetzt überall im Titel auch die Versnummer gleich. Da könnt ihr dann gleich sehen, aha, das ist der Vers so und so. Genau. Und ja, da freuen wir uns alle drüber. Und weil es eben 1000 Sendungen sind, das kann man nicht mal eben in einer halben Stunde erledigen. Da, das Nee. machen wir so in Etappen. Ganz entspannt. Und ja, da wird so sicherlich in den nächsten Tagen immer mehr beschriftet sein. Und in einigen Wochen haben wir dann da den Katalog komplett fertig. Eine andere Idee, das ist aber noch Zukunftsmusik, dass wir auch mit Kapitelmarken irgendwann hier auffahren. Und ich weiß nicht, ob die YouTube-Zuschauer wissen, was ich meine, aber viele kennen das schon, dass unten in diesem Zeitstreifen, wo man so vorspulen kann, kennt ihr bestimmt, da sind dann so Kerben drin und die sind dann beschriftet so. Das ist das Kapitel, wo sie über Srila Prabhupadas Verscheidungstag sprechen. Das ist das Kapitel, wo sie über die Früchte, an den Früchten werdet ihr sie erkennen, sprechen. Und am Ende sprechen sie noch mal über die schärfsten Chili-Sorten der Welt oder irgendwas. Und dann kann man da immer schnell von Kapitel zu Kapitel innerhalb einer Sendung hinspringen. Wenn man vielleicht, angenommen, ihr habt mal in einer Sendung was über heiße Chili-Sorten gehört und denkt, das war ja furchtbar interessant, aber muss ich mir jetzt die ganze Sendung noch mal anhören? Ich weiß gar nicht, wo das war. Ah, hier, die Kapitelmarke. Die heißesten oder schärfsten Chili-Sorten der Welt. Alles klar. So, das ist aber noch Zukunftsmusik, aber es ist in greifbarer Nähe. Wir haben schon fast herausgefunden, wie wir das anstellen, aber wir gehen Schritt für Schritt hier vor. Das war eine Ansage. Ich habe auch eine andere Ansage. Ja. Und zwar hat uns unser lieber Amara Prabhu, den die meisten auch schon kennen, der hat uns hier einen Aufruf geschickt. Und zwar geht es um den allerersten eingeweihten Gottgeweihten, nicht in Amerika, auch nicht in Indien von Srila Prabhupada, auch nicht auf den Fidschi-Inseln und auch nicht in der Bundesrepublik Deutschland. Da hätten wir zum Beispiel Devotis wie Bhakti Bhushan Swami da ganz oben auf der Liste. Nein, es geht um den allerersten eingeweihten Devoti, haltet euch fest, in der Deutschen Demokratischen Republik, auch DDR genannt. Und Amara Prabhu, er arbeitet gerade an einem Buch, soweit ich weiß, wo er die Geschichte der Devotis in den neuen Bundesländern, sagt man ja so nett. Ja, die will er dort präsentieren. Das Krishna-Bewusstsein in der DDR. Darüber wissen viele nicht viel. Und da ist vieles auch passiert. Dramatisches, aber auch wunderschönes. Und da hat er jetzt einen Aufruf, weil er sucht diesen allerersten Devoti. Und ja, das wollen wir uns mal kurz genauer anschauen, diesen Aufruf. Man erfährt dann auch ein bisschen etwas über die ja,
darüber, was da alles so passiert ist in einem Schnelldurchgang. Und ich fange mal an, das zu lesen, bis DDR eingeweiht hat. Suche nach Ekadasa, also so hieß der, mit bürgerlichem Namen Edgar Körbel, allererster Prabhupada-Schüler aus der DDR. Liebe Devoti-Gemeinde in Deutschland und darüber hinaus, wir wenden uns heute mit einer besonderen Bitte an euch. Seit mehreren Jahren sind wir auf der Suche nach einer wichtigen zentralen Person in der Geschichte der Verbreitung des Krishna-Bewusstseins, speziell in Ostdeutschland. Konkret suchen wir nach dem ersten Schüler, den Srila Prabhupada in der DDR eingeweiht hat. Es gibt inzwischen einige Berichte über die Hare Krishna-Bewegung in Ostdeutschland, wenngleich diese noch spärlich sind. Die Hare Krishnas in der Sowjetunion und deren Leidensweg sind heute schon stärker bekannt. Doch auch in der DDR existierten bereits die ersten Keimzellen der spirituellen Praxis, trotz Verbot und Verfolgung durch das diktatorische DDR-Regime. Die Geschichte dieser frühen Anhänger sind oft tragisch. Ähnlich wie die Erlebnisse jener, die in der Sowjetunion, in Ungarn, CSSR, Bulgarien oder Polen einer alternativen spirituellen Tradition folgen wollten. Die ersten Schüler Srila Prabhupadas, die die Grenze nach Ostdeutschland überschritten, fanden dort kleine Gruppen von Interessierten. Bereits in Ost-Berlin traf sich eine kleine Gemeinde, mal heimlich in Wohnungen, mal öffentlich in Parks im Jahre 1973. Zu dieser Gruppe gehörte auch Ekadasa. Eka bedeutet der Erste und Srila Prabhupada gab ihm diesen spirituellen Namen sicher nicht ohne Grund. Ekas Geschichte ist ähnlich tragisch wie die der vielen Menschen, die von der DDR durch die Geheimpolizei bearbeitet wurden. Kurz nach seiner Einweihung plante er, aus der DDR auszureisen. Dies gelang ihm jedoch nicht. Er wurde an der Grenze festgenommen, inhaftiert und möglicherweise auch in einem Spezialgefängnis der DDR gebracht, wo Menschen festgehalten wurden, die als psychisch krank galten bzw. als krank bezeichnet wurden. Seine spirituelle Praxis als Vaishnava war den Behörden so suspekt, dass sie ihn dort in dieses Spezialgefängnis wegsperrten. Wir wissen, dass Eka es später in den Westen schaffte und Anfang der 90er Jahre noch einmal an einem großen Treffen auf der Farm teilnahm, um Srila Prabhupadas Geburtstag zu feiern. Danach verliert sich seine Spur vollständig. Deshalb wäre es faszinierend, ihn noch einmal treffen zu können, ihn zu interviewen beziehungsweise weitere Informationen für unser Buch Krishna hinter der Mauer zu entdecken. Denn er ist, wie gesagt, der erste und lebende Protagonist der Pionierzeit der Vaishnava-Kultur in der damaligen DDR. Vielleicht mag es für manche übertrieben klingen, aber wir sehen durchaus Parallelen zu den ersten Vaishnavas, die bereits in den 1930er Jahren im damaligen Nazi-Deutschland versuchten, Chaitanyas Lehren hier zu etablieren. Diese Geschichten, etwa über Sadananda oder Vamana Dasa, sind inzwischen gut erforscht. Doch die Geschichte von Ekadasa bleibt ebenfalls einzigartig. Er zeigte ein tiefes, ernsthaftes Interesse an Krishna Bhakti und versuchte, eine Gemeinschaft natürlich aufzubauen. Dies begann in kleinen konspirativen Wohnungen, wo Krishna-Bilder heimlich im Wohnzimmer aufgestellt wurden, während Menschen still und leise chanteten und aus dem, was man damals bekam, Prasadam herstellten. Es wäre ein Geschenk, wenn wir mit diesem ersten Protagonisten, den Srila Prabhupada eingeweiht hat, in Kontakt treten könnten oder zumindest erfahren könnten, was aus ihm geworden ist. Jegliche Hinweise zum Verbleib von Edgar Körbel, auch bekannt als Ekadas,
wären für uns von unschätzbarem Wert. Wer Ideen hat, wo er sich heute befinden könnte, ob er noch lebt oder bereits verstorben ist, oder wer uns Kontakte zu Menschen vermitteln kann, die mit ihm gelebt haben, wir sind für jede Hilfe dankbar. Unsere bisherigen Versuche, ihn über das Einwohnermelderegister zu finden oder unsere bekannten Kontakte und kleinen Devoti-Netzwerken waren leider erfolglos. Daher richten wir diesen Aufruf nun an die große Gemeinde in Deutschland und außerhalb. Okay, vielen Dank. Also, das ist hier so die spirituelle Krishna-bewusste Version von XY Aktenzeichen ungelöst. Ja, also für jegliche Hinweise rufen Sie die Hotline. Naja, also wendet euch gerne an uns. Da stand doch auch noch eine E-Mail-Adresse. Die blende ich euch noch mal kurz ein. Wenn wir schon so weit gekommen sind, dann braucht ihr doch auch die XY-Hotline. Und zwar ganz unten. In der Hoffnung auf mehr Hinweise bedanken wir uns bei euch. Schreibt uns direkt per E-Mail. malola@gmx.de. Vielen Dank für eure Unterstützung. Das ist die E-Mail-Adresse für jede weiteren Hinweise. malola@gmx.de. Dankeschön. Super. Dann würde ich sagen, wenden wir uns jetzt dem Aktenzeichen Bhagavatam mal zu, wieder. Und zwar sind wir heute im 38. Vers, ein recht umfangreicher Vers, wie wir festgestellt haben, mit einer etwas längeren und auch intensiven Erläuterung. Und wir haben gedacht, wir gehen einfach so weit vor, wie wir können. Aber bevor wir das tun, chanten wir ein paar glückverheißende Mantras. Om Ajnana Timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ich wurde in tiefster Unwissenheit geboren, aber mein spiritueller Meister öffnete mir meine blinden Augen mit der leuchtenden Fackel des Wissens. Ich erweise ihm meine achtungsvollen Ehrerbietungen. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Divim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Bevor man dieses Srimad Bhagavatam vorträgt, dass das wahre Mittel zum Sieg ist, sollte man Narayana, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Nara Narayana Rishi, dem allerhöchsten menschlichen Wesen, Mutter Saraswati, der Göttin der Gelehrsamkeit, und Srila Vyasadeva, dem Verfasser, seine achtungsvollen Ehrerbietungen darbringen. Nashta Prayeshva Bhadrishyu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Yutama Shloki Bhaktir Bhavati Naishtiki. Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und dem reinen Geweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet. Und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit transzendentalen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Und schaltet alle eure Mikrofone einmal ein. Ich zähle den Countdown runter. Ich sehe, hier sind noch ein paar Mikrofone ausgeschaltet. 3, 2, 1. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Herzlichen Dank. Und wir gehen direkt rüber zu unserem Vers. Und hier spricht also wieder Sutta Goswami. Er ist sozusagen der zweite in der Schicht. Deshalb sagt man auch Geschichte oft. Er hörte das Srimad Bhagavatam von Shukadeva Goswami. Der es ihm wiederum an Kaiser Parikshit verkündete. Sutta Uvacha Abhyati tastada tasmai
Stana ni kalaye dadau, dyutang panang shtriya shu suna, yatra dharmash chatur vidaha. Und die Übersetzung der Wörter: Suta uvacha. Suta Goswami sprach. Abhyarthitaha. So gebeten. Tada. Zu der Zeit. Tasmai. Zu ihm. Stanani. Orte. Kalaye. Der Persönlichkeit des Kali. Dadau. Gab ihm die Erlaubnis. Dyutam. Glücksspielen. Panam. Trinken. Striyaha. Unzulässige Gemeinschaft mit Frauen. Suna. Tiere schlachten. Yatra. Wo immer. Adharmaha. Sündhafte Handlungen. Chatu vidaha. Vier Arten von. Die Übersetzung. Suta Goswami sprach. Als Maharaja Parikshit so von der Persönlichkeit des Kali gebeten wurde, gab er ihm die Erlaubnis, an Orten zu wohnen, die für Glücksspiel, Trinken, Prostitution und das Schlachten von Tieren bestimmt waren. Erläuterung von Srila Prabhupada. Die grundlegenden Prinzipien der Gottlosigkeit, wie Stolz, Prostitution, Berauschung und Falschheit, wirken den vier Grundsätzen der Religion, nämlich Entsagung, Sauberkeit, Barmherzigkeit und Wahrhaftigkeit entgegen. Die Persönlichkeit des Kali bekam die Erlaubnis, an vier Orten zu leben, die der König besonders erwähnte, und zwar an dem Ort des Glücksspiels, dem Ort der Prostitution, dem Ort des Trinkens und dem Ort, an dem Tiere geschlachtet werden. Srila Jiva Goswami weist darauf hin, dass das Trinken wieder die Prinzipien der Schriften wie den Sautramani Yagya, die Gemeinschaft mit Frauen außerhalb der Ehe, sowie das Töten von Tieren gegen die Anweisungen der Schriften gottlose Handlungen sind. In den Veden gibt es zwei Arten von Vorschriften. Einmal die Prairitas oder diejenigen, die von dem Genuss ergeben sind, und zum anderen für die Nivritas, das heißt diejenigen, die von der materiellen Knechtschaft befreit sind. Die vedischen Vorschriften, die Pravritas, sind dafür bestimmt, deren Tätigkeiten allmählich zu läutern und sie auf dem Pfad der Befreiung zu führen. Aus diesem Grund wird denjenigen, die sich auf der niedrigsten Stufe der Unwissenheit befinden und Wein, Frauen und Fleisch ergeben sind, manchmal auch das Trinken durch die Darbringung Sautramani Yagya, die Gemeinschaft mit Frauen durch Heirat und das Fleischessen durch Opfer empfohlen. Solche Empfehlungen sind in der vedischen Literatur, sind jedoch nur eine bestimmte Klasse von Menschen gedacht, nicht für alle. Aber weil es diese Vorschriften der Veden für bestimmte Menschen gibt, werden solche Tätigkeiten der Pavritas nicht als Adharma angesehen. Das eine Nahrung mag für den anderen Gift sein. In ähnlicher Weise kann das, was den Menschen in der Erscheinungsweise der Unwissenheit empfohlen wird, für diejenigen in der Erscheinungsweise der Tugend Gift sein. Srila Jiva Goswami bestätigt daher, dass die Empfehlungen in den Schriften für eine bestimmte Klasse von Menschen niemals als Adharma oder gottlos betrachtet werden dürfen. Im Grunde jedoch sind solche Tätigkeiten Adharma und man darf niemanden dazu ermutigen. Die Empfehlungen in den Schriften sollen solchen Adharma nicht fördern, sondern den nicht zu umgehenden Adharma regulieren, um die betreffenden Menschen auf diese Weise allmählich auf den Pfad des Dharma zu führen. Okay, und wir machen hier erstmal einen Cut und schauen, was uns zu diesen Aussagen in der Erläuterung und in dem Vers schon mal so alles einfällt. Und wir können ja noch mal den Vers auf Deutsch
Nochmal hören. Suta Goswami sprach: Als Maharaja Parikshit so von der Persönlichkeit des Kali gebeten wurde, gab er ihm die Erlaubnis, an Orten zu wohnen, die für Glücksspiel, Trinken, Prostitution und das Schlachten von Tieren bestimmt waren. Ja, vielen Dank. Und wir können ja nochmal so schrittweise diesen Erläuterungsabschnitt durchgehen. Vielleicht im Vorfeld. Ja, dieser Vers alleine schon ist eigentlich sehr systematisch und sehr wissenschaftlich. Systematisch in dem Sinne, dass zu jeder sündvollen, lass mich kurz schauen, ja, zu jeder sündvollen Handlung gibt es auch einen Ort, wo das besonders praktiziert wird. Also wenn man Glücksspiel betreiben möchte, es gibt Menschen, die wollen unbedingt Glücksspiel betreiben, dann gehen die nicht in ein Theater, sondern sie gehen in ein Casino oder in so einen Club hinter verschlossenen Gardinen, wo dann Poker gespielt wird. Gibt es so Filme. Ich habe früher als Kind habe ich Cincinnati Kid geschaut mit Steve McQueen. Kennt ihr den Film? Das ist ein sehr bekannter Schauspieler aus den 1960ern und 70ern. Und da gibt es einen brillanten Poker-Thriller. Also da wird nur Poker gespielt, aber es ist super spannend. Und am Ende verliert er alles. Und er ist wieder genau da, wo er herkam. Ein armseliger Mann aus der Gosse. Also den kann ich euch mal empfehlen. Ihr wisst ja, im täglichen Bhagavatam kriegt ihr immer nur die autorisierten Filme empfohlen mit Zertifikat. Aber der Film zeigt eben, was bei Glücksspiel so alles schieflaufen kann. Aber ich glaube, wir sind nicht so betroffen davon. Wobei, ich habe auch unter Devotis immer mal wieder jemanden getroffen, glaubt es oder glaubt es nicht, wo Glücksspiel ein Thema war. Ja, also das kann ich euch vielleicht mal kurz sagen, ohne Namen zu nennen. Es ist auch schon 30 Jahre her, aber es gab einen Devoti, ich weiß auch gar nicht mehr, wie er hieß, also die Versuchung bleibt aus, aber wir hatten einen Devoti in Berlin, der wollte dann auch Bücher verteilen und der ist in den Tempel eingezogen. Und wir haben uns gefreut. Und er war auch ernsthaft. Ja. Und dann sind wir mit dem rausgefahren in irgendeine Fußgängerzone nach Berlin und haben dort Bücher verteilt. Und der war sogar richtig gut. Der konnte richtig gut Bücher verteilen. So, und dann sind wir wieder ins Auto in unseren Sankirtan-Van gestiegen und wir warteten auf ihn. Wir hatten ihn irgendwie noch gesehen, eine Stunde zuvor, irgendwo vor dem Karstadt-Eingang hat er Bücher verteilt. Ah, irgendwie kam und kam und kam er nicht. Und wir dachten, was ist los? Und wir guckten dann nochmal in der Fußgängerzone. Die Leute gingen auch, es war ja schon abends und es wurde dunkel. Die leerte sich die Zone. Und wir konnten ihn nirgendwo sehen. Und dann haben wir irgendwann gedacht, na ja, dann fahren wir jetzt zum Tempel zurück. Da muss er irgendwie alleine mit der S-Bahn und mit der U-Bahn da zurückkommen. Na, auf jeden Fall, er kam und kam auch dort nicht. Irgendwann in der Nacht kam er an. Und ihr wisst schon, wo die Reise hingeht, glaube ich. Ja, und dann haben wir ihn gefragt, hey Mensch, also so geht das aber auch nicht. Wir haben auf dich gewartet und das ist nicht der Vorgang. Da kannst du nicht einfach wegbleiben und in der Nacht hier, hallo, wir sind ein Tempel, ein Ashram, ein Brahmacharya-Ashram. Und was ist überhaupt los? Was ist passiert? Und er hatte einen ganz demütigen Gesichtsausdruck. Er guckte so ganz betreten auf die Erde, auf den Boden, mit gefalteten Händen. Ich muss euch etwas beichten.
Und dann hat er uns erzählt, dass er früher spielsüchtig gewesen war und scheinbar immer noch ist. Achtung, er ging nämlich mit dem gut gefüllten Sanketan-Bag, also mit seiner Tasche, die gut gefüllt war mit 10 D-Mark-Scheinen und anderen Klimpergeld, ging er an eine Spielhalle noch vorbei auf dem Weg zurück. Und er dachte, naja, ich habe noch 10 Minuten Zeit. Wir wollen uns ja erst um 18.30 Uhr treffen. Es ist aber jetzt erst 18.15 Uhr. Da kann man schon mal einmal zum einarmigen Banditen hier kurz mal reingehen. Und das hat er dann auch gemacht. Ja, und er blieb also da nicht 5 oder 10 Minuten, sondern er blieb da 3 Stunden und hat also mit einem Auf und Ab, mit Erfolgen und Misserfolgen, hat er dann das gesamte, den ganzen Tagesspendenertrag von den Leuten, muss man sich mal vorstellen. Die Leute haben ihre 10 D-Mark-Scheine wohlwollend für Srila Prabhupads Bücher ihm hingehalten und er hat sie entgegengenommen. Ja, und er hat dieses ganze Spendengeld dann in einer Spielhalle verzockt. Da habe ich auch gedacht, mein lieber Herr Gesangsverein, da habe ich auch das hier mal erlebt und gesehen und kann das hier auch, da auch einen Haken machen. Das habe ich jetzt auch gesehen. Und da wusste ich, ja, auch Glücksspiel kann sogar unter Devotis auch immer noch ein Thema sein. Es ist, wie ich so jetzt nach einigen Jahrzehnten gesehen habe, ein sehr seltenes Phänomen. Aber es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass es uns da auch einmal eiskalt erwischen kann. Ja, so, um zum Ausgangspunkt zurückzukommen, also so gibt es also für alle diese sündvollen Tätigkeiten einen geeigneten Ort. Der Devoti, bei dem war es dann diese Spielhalle. Und so gibt es dann auch für die Berauschung bestimmte Orte, für Prostitution oder unzulässige Sexualität. Srila Prabhupada hat das definiert als Sexualität außerhalb der Ehe. Und da bietet sich natürlich Prostitution, also professionelle Prostitution an allererster Stelle an. Und natürlich das Tiere töten, also das Fleischessen ist allgegenwärtig. Aber man muss auch immerhin einmal zur Fleischtheke in den Supermarkt oder man muss in ein Restaurant. Also auch dort gibt es Orte für. Ja, genau. Mich würde ganz kurz noch interessieren, wie das mit dem ausgegangen ist. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass ich nicht die Einzige bin. Was habt ihr denn mit dem Armen also gemacht? Das war im Jahre, ich kann euch sogar genau das Jahr sagen, das muss 1992 gewesen sein. Mhm. Ja. Und was haben wir mit ihm gemacht? Mahadeva Prabhu war der Tempelpräsident. Und Mahadev gilt als einer der verständnisvollsten und barmherzigsten Tempelpräsidenten aller Zeiten. Und er hat gesagt, okay, dumm gelaufen, dann wissen wir das jetzt. Und ja, nächstes Mal, wenn wir mit dir Bücher verteilen, dann muss dich einer immer im Blick haben, besonders wenn es auf den Nachhauseweg, wenn es darum geht oder zum Weg zurück zum Auto, da muss dich einer im Blick haben oder an die Hand nehmen. Ja, ich glaube, so haben wir das dann gelöst und das hat dann auch funktioniert, ist nicht mehr passiert. Ja, die Erläuterung. Die grundlegenden Prinzipien der Gottlosigkeit. Wie Stolz, Prostitution, Berauschung und Falschheit wirken den 4 Grundsätzen der Religion, nämlich Entsagung, Sauberkeit, Barmherzigkeit und Wahrhaftigkeit entgegen. Okay, stopp. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt einige auch Zuschauer sich jetzt fragen,
Hä? Stolz? Wie jetzt? Und die Antwort ist, dass das Tiere schlachten und das Fleisch essen, das hat viel mit Stolz zu tun. Man glaubt es oder glaubt es nicht. Es ist nämlich die Vorstellung, dass man mehr wert sei, dass das eigene Leben viel, viel mehr wert sei, als das Leben eines, zum Beispiel eines Tieres, eines schwächeren Lebewesens. Und man wirklich auf die Idee kommt, ich höre sowas immer wieder, oh, ich höre sowas auch in religiösen Kreisen, besonders im Islam und auch manchmal im Christentum, ja, Gott hat doch die Tiere extra dafür gemacht, dass wir sie aufessen. Also, habe ich nicht nur einmal gehört. Da kann ich schon einen ganzen Katalog mitfüllen mittlerweile. Und das ist eigentlich die Vorstellung, man sei berechtigt, einfach so schwächere Lebewesen, die sich nicht wehren können, die sich nicht artikulieren können, für seinen eigenen Genuss einfach so auszubeuten, ihnen das Leben abzusprechen. Und wenn du ihnen sagst, das ist aber nicht in Ordnung, dann sehen sie es einfach nicht ein. Natürlich ist das in Ordnung. Und das hat viel mit Stolz zu tun. Kann man mal tiefer drüber nachdenken. Ja. Das kenne ich auch. Wir haben ihnen ja schließlich das Leben gegeben, indem wir sie züchten, und wenn so, wären sie gar nicht auf der Welt und so, ne? Ja, ja. Das ist natürlich richtig, wie nennt man das? Überheblich. Und auch, da gibt es so ein ganz perfide. Perfide ist das. Perfide, ja. Ja. Jemanden zu züchten, ich meine, hallo, stellt euch vor, ein Vater und eine Mutter bekommen ein Kind und gehen dann, wenn das Kind 3 Jahre alt ist, mit dem Kind runter in den Keller. Ich will gar nicht weiterreden. Und auf der Anklagebank später sagen die dann, naja, wir haben ja immerhin das Kind ja auch gezeugt, geboren und 3 Jahre gefüttert mit Alete Milchbrei. Also das Kind kann doch eigentlich sich glücklich wehen. Es war auf der Welt. Es hat das Licht der Sonne gesehen. Wir waren sogar einmal mit dem kleinen Kind auf dem Spielplatz. Ja, da würden alle Leute sagen, das ist sowas von schräg. Ja. Ja. Das okay. Stimmt. Die Persönlichkeit des Kali bekam die Erlaubnis, an 4 Orten zu leben, die der König besonders erwähnte. Und zwar an dem Ort des Glücksspiels, dem Ort der Prostitution, dem Ort des Trinkens und dem Ort, an dem Tiere geschlachtet werden. Okay, stopp. Ja, genau. Also ich hatte mal auf YouTube, hatte ich mal einen Mann, da war ein Interview mit einem Mann, der hat irgendwie 10 Jahre, 15 Jahre im Schlachthof gearbeitet. Und dann hat er erzählt, wie er Tiere geschlachtet hat und wie er total abgestumpft wurde. Und dass er oft auch, wenn er nach Hause kam, hat er sich erstmal betrunken. Und irgendwann hat er irgendwie die glückliche Kurve nochmal gekratzt und hat irgendwie so gedacht, was mache ich hier eigentlich? Und da gibt es so Interviews. Mal gucken, ob ich das nochmal finde. Auf jeden Fall, ja, auch diese Leute, die da im Schlachthof arbeiten, die haben... Also die haben überhaupt kein Gespür mehr, dass das fühlende Lebewesen sind. Es ist schlichtweg einfach eine Produktionseinheit, die am Fließband vorbeikommt oder durch diesen Korridor durchkommt. Und dann haben sie da ihre Tötungsmethoden. Und also da ist jegliches Gefühl für Leben, für Empfindsamkeit abhanden gekommen. Das kann man vielleicht hier auch noch mal zu dem Punkt Stolz mit anfügen. Da kann man das wirklich genau sehen. Und wenn du diesen Leuten das sagst, ja, ich bin gerade so am Geschichten erzählen, hier habe ich noch eine kleine für euch. Ich bin mal mit Shivatma Prabhu auf Sanketan gewesen, mit unserem Sanketan-Van.
Und es war schon spät abends, wir konnten auch nicht mehr viel erkennen. Aber wir haben eine Zwischenstation eingelegt, um dort zu übernachten. Es war irgend so ein Gewerbegebiet. Und dann haben wir uns schlafen gelegt und wollten dann am nächsten Tag weiter. Und ziemlich früh am Morgen bin ich dann durch, also ich habe so geträumt, dass ich so Schreie höre, Menschenschreie, die, also es war ein furchtbares Geschrei von vielen Menschen. Und ich bin dann aufgewacht und dachte, boah, was ist denn da draußen los? Ich höre Menschen hier um ihr Leben schreien, habe ich die Schiebetür, also das war jetzt nach dem Traum, habe ich die aufgerissen, Shivatma hat noch irgendwie geschlafen und dann stellte ich fest, Halleluja, wir sind direkt vor einem Schlachthof, haben wir hier geparkt, ja, und gerade wurde ein LKW mit Schweinen ausgeladen und die Schweine wurden alle in diesen Korridor reingetrieben, das war praktisch nur 30 Meter von mir entfernt. Und ich war, es war total surreal. Also es war so halb dunkel, so ein Dämmerlicht. Man konnte eigentlich schon alles erkennen. Und ich weiß noch, wie ich hypnotisiert, ihr müsst verstehen, ich kam gerade aus der Koje. Ich habe noch eine Minute vorher habe ich noch geschlafen. Wie hypnotisiert ging ich auf diese Szene zu, weil ich es noch gar nicht so richtig fassen konnte. Und plötzlich stand ich so 5 Meter vor einem Schlachter und er guckte mich auch so an, was machen Sie denn hier? Ne? Und ich guckte ihn an, ja, das wollte ich Sie gerade mal fragen, was machen Sie denn hier? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, jetzt gehen die gleich, jetzt packen die mich gleich und rufen vielleicht die Polizei oder so. Aber ich wollte die eigentlich davon aufhalten. Das war so mein Reflex, hört auf damit. Und dann kam so langsam das Gehirn. Hallo, das ist ein Schlachthof. Das darf man hier in Deutschland. Die machen hier ihre Arbeit. Du bist hier auf fremdem Geländeeigentum. Die rufen jetzt die Polizei. Dann haben wir hier richtig Stress. Ja, auf jeden Fall, das habe ich erlebt. Ja, und da habe ich eben gesehen, diese Schlachter, also die das wirklich durchführen, die sehen das überhaupt nicht ein, dass sie etwas Verkehrtes machen. Das ist völlig, es ist völlig weg. Aber als die, ich kann mich noch erinnern, als der mein Gesicht gesehen hat, da war ganz kurz in seinem Gesicht, das ist nicht gut. Dieses Gesicht, was mich hier anschaut, erinnert mich daran, dass das, was ich hier mache, nicht gut ist. Und so, der wurde dann auch richtig wütend. Ja, das war hier nochmal eine kurze Geschichte. Shichakti, deine Hand sehe ich hier. Jetzt mache ich erst auf. Ja, ist euch schon mal aufgefallen, dass alle Orte, wo Parikshit Kali hingeschickt hat, alles Orte der absoluten Erniedrigung sind? Ja, genau. Damit die Leute wach werden, jetzt bin ich so niedrig gesunken und gefallen. Und dann vielleicht tatsächlich, wie dieser eine Schlachter, von dem du erzähltest, die Kurve zu kriegen und zu sagen, hey, nee, ich muss neu anfangen. Ja, guter Punkt. Ja. Genau, also man kann sich sehr erniedrigen, auch dieser Cincinnati Kid, hatte ich euch ja erzählt, der war am Schluss noch niedriger, noch gefallener, als der Film anfing. Das stimmt. Und Prostitution, ne, ist auch sehr erniedrigend. Für beide Seiten. Für beide Seiten. Mhm. Wollen wir jetzt mal nicht zu sehr ins Detail gehen, aber man kann sich das gut vorstellen. Oder wenn man Trinker ist, ist auch sehr erniedrigend. Ja. Oder wenn man, da gibt es jetzt so Leute, die in Philadelphia so Drogen nehmen und dann so wie Zombies da herumlaufen. Ist sehr erniedrigend. Ja. Okay. Lesen wir mal weiter. Srila Jiva Goswami weist darauf hin, dass das Trinken wieder die Prinzipien der Schriften wie den Sautramani Yajna,
die Gemeinschaft mit Frauen außerhalb der Ehe sowie das Töten von Tieren gegen die Anweisungen der Schriften gottlose Handlungen sind. Okay, warte mal. Ja, darüber hatten wir ja mal vor ein paar Folgen gesprochen, dass da ging es um die unzulässige Sexualität. Was gehört dazu? Und für viele Jahre gab es eine Auffassung in der ISKCON, dass es auch innerhalb einer Ehe unzulässige Sexualität gibt. Aber von dieser Vorstellung löst man sich jetzt mehr und mehr. Das war eine zu extreme Sicht. Wir hören das hier auch heraus. Srila Prabhupada hat so 4 Messlatten gegeben innerhalb der Ehe. In Erläuterungen kommt es manchmal vor, dass er sagt, das sollte man nur betreiben, um Krishna-bewusste Kinder zu zeugen. Aber es ist eigentlich nur eine, es ist ein Standard, es ist der höchste Standard innerhalb einer zulässigen Handlungsweise. Und hier hören wir das auch heraus, dass es eigentlich schon Dharma ist, einfach nur, wenn man eine Ehe führt und innerhalb der Ehe Sexualität praktiziert. So, das ist eigentlich schon Dharma. Und was aber nicht gut geheißen wird, ist, wenn man dann so Verhütungsmittel benutzt. Man sollte dann auch zu dem Ergebnis stehen, was dann dabei herauskommt. Und dann die Kinder, die dann dort hervorkommen, die dann auch liebevoll und Krishna-bewusst erziehen oder aufziehen. Das ist eigentlich so unser großer Standard. Da fällt alles rein. Und da hat sich ein Devoti namens Hari Parshada, der hat sich da mal die Mühe gemacht, das zu recherchieren. Und selbst Bhaktisiddhanta Sarasvati, der spirituelle Meister von Srila Prabhupada, er spricht über dieses Thema, obwohl er ein Naishtika Brahmachari gewesen war. Also er war ein lebenslanger Zölibatär. Und auch andere große Rishis und Sadhus in der Schülernachfolge, die haben darüber genauer gesprochen, was da die genauen Standards sind. Es gibt da wohl 4 Standards. Man ist sich einig, dass natürlich, wenn man den höchsten Standard erfüllt, das heißt, Sexualität am besten nur dann betreibt, wenn man jetzt ganz gezielt ein Kind, ein Krishna-bewusstes Kind zeugen möchte, dass wenn man diesen Standard einhält, dass man natürlich auch größere Fortschritte macht im Haushälter-Ashram. Und je weniger man das berücksichtigt und also mehr so den körperlichen Neigungen des Fleisches nachgibt, desto weniger macht man natürlich Fortschritt. Aber alles ist noch im Spielraum des Dharma. Problematisch wird es dann, wenn man außerhalb der Ehe dann Sexualität wie nennt man das, betreibt, dann handelt man im Sinne von Adharma und dann erniedrigt man sich, dann kann man sich nicht mehr erheben. Und deshalb Prostitution, das oder auch wenn man außerhalb der Ehe, das wird ja auch in allen anderen Schriften, wird das ja auch bestätigt. Im Christentum heißt es auch, man sollte nicht Ehe brechen und so. Dann wird es halt problematisch und man kann es auch sehen in der Gesellschaft, dann fangen halt auch viele Probleme an. Also Familien gehen kaputt, Kinder müssen ohne Vater oder ohne Mutter dann aufwachsen und dann wird das halt richtig problematisch. Ja, und das wollte ich hier nochmal einfügen. Das wird auch dann Thema werden, das werden wir dann vielleicht nochmal nächstes Mal genauer betrachten. Hier nochmal dieser Satz. Srila Jiva Goswami weist darauf hin, dass das Trinken
wieder die Prinzipien, also man könnte sagen, entgegen den Prinzipien der Schriften, ne? So könnte man das auch übersetzen. Und dann Sautramani-Yagya, die Gemeinschaft mit Frauen außerhalb der Ehe, sowie das Töten von Tieren. Sollten wir nicht kurz zum Schluss mal kurz gucken, was ist ein Sautramani-Yagya genau? Da habe ich hier was. Sautramani-Yagya, wie es in den Puranas beschrieben wird, umfasst zwei Hauptaspekte. Erstens handelt es sich um ein zeremonielles Opfer, das Vorteile durch die Besänftigung der Brahmanen bringt. Zweitens handelt es sich um eine Art rituelles Opfer, bei dem die Vorteile durch aufmerksames Zuhören und Rezitieren erlangt werden können. Diese doppelte Natur betont die Bedeutung sowohl der rituellen Durchführung als auch der spirituellen Praktiken des Zuhörens und Rezitierens heiliger Texte, um die gewünschten Ergebnisse des Yagya zu erreichen. Aha, interessant. Okay. Ja. Da spüre ich, der Sache muss ich noch ein bisschen nachgehen. Vielleicht ihr auch. Oder? Was sagt Rasa Manjari? Ja, der Zusammenhang erschließt sich mir nicht wirklich. Ja. Was jetzt das Trinken mit den Prinzipien dieses Yagyas zu tun hat. Ja, genau, das hat sich auch schlecht irgendwie gelesen. Das weist darauf hin, dass das Trinken kann man ja wieder noch die mal Prinzipien, was genau, wieder die Prinzipien der Schriften, wie den Sautramani-Yagya. Also das hängt irgendwie miteinander zusammen. Die Schriften und der Sautramani-Yagya, aber es gibt insofern Sinn, weil du ja sagst, das Hören und Rezitieren von heiligen Schriften ist ja praktisch ein Sautramani-Yagya, so könnte man das verstehen, oder? Was denkt ihr? Kannst du das nochmal wiederholen? Was du eben gesagt hast? Genau, also gegen die Prinzipien der Schriften wie den Sautramani-Yagya, also das ist sozusagen, gehört es irgendwie zusammen. Also die Schrift kann jetzt sagen, wie der Pullover zum Beispiel, der blaue oder was weiß ich, also wie das so, ne? Also die Schriften wie der Sautramani-Yagya, und das passt insofern zusammen, weil du ja sagtest, dass das Hören und Rezitieren heiliger Schriften ist, dieser Yagya. Ach so, wenn ich betrunken bin, kann ich nicht hören. Genau. Okay. Ja, aber mit dem Trinken, nee, aber ich habe jetzt erstmal nur diese Schriften mit dem Yagya, dass das so quasi eigentlich identisch ist. Wir hören die Schriften, wir rezitieren die Schriften. Und das Trinken, ja klar, wenn ich trinke, kann ich das nicht. Ich kann weder richtig zuhören, noch kann ich das vernünftig rezitieren. Genau. Das könnte sein. Also ich habe das hier nochmal von Deep L übersetzen lassen. Und da heißt dieser Satz, Srila Jiva Goswami weist darauf hin, dass das Trinken gegen die Prinzipien der Schriften, wie zum Beispiel die Sautramani-Yagya, der Umgang mit Frauen außerhalb der Ehe und das Töten von Tieren gegen die Anordnung der Schriften irreligiös sind. Tja. Ist nicht, vielleicht nicht der. Das müsste man mal recherchieren, wie das ganz ursprünglich von Srila Prabhupada ins Diktaphon eingesprochen wurde. Ich glaube, da hatten alle ein bisschen mit zu kämpfen. Sogar die englischen Transkribierer hatten mit diesem Satz ein bisschen zu kämpfen, so dass dann der deutsche Übersetzer auch nochmal damit zu kämpfen hatte. Also Sautramani-Yagya, das kommt tatsächlich noch einmal vor in der Erläuterung, das Wort. Ich werde der Sache mal bis Freitag auch nachgehen, was es mit diesem Sautramani-Yagya genau auf sich hat. Hatte wahrscheinlich auch nichts Konstruktives gefunden, außer dass das im Englischen obtained tauchte dann auf. Und obtain, bekommen, erzielen,
und beschaffen. Und wenn man das jetzt aufs Wissen umlegt, dass man dann also vielleicht wirklich tatsächlich nicht in der Lage ist, das Wissen zu erhalten, zu beschaffen oder zu bekommen. Okay. Weil der Nebel, weil der Geist benebelt ist, sozusagen, ja, durch das Trinken. Ja, ja, aber genau. Im nächsten Satz wird ja beschrieben, das zweimal, durch wodurch diese Tätigkeiten reguliert werden können. Okay. Und da ist eben, das Trinken wird durch die Darbringung des Sautramani-Yajna reguliert, quasi. Die Gemeinschaft von Frauen durch Heirat und so weiter. Ich hab also jetzt, es wäre schon spannend, das ja, mal rauszukriegen. Ja, das denke ich auch. Ja, ja, pass auf, ich habe hier auch noch mal gerade was bei ChatGPT. Ja, habe ich eingetippt. Sautramani-Yajna, Bedeutung, Fragezeichen. Ich blende es euch mal ein. Könnt ihr das hier mitlesen? Wenn wir jetzt gerade dabei sind, wir sind gerade im Detektivmodus. Könnt ihr das hier lesen? Ich mache es mal größer. Ist das groß für euch? Nicht wirklich. Einigermaßen. Also kann durchaus größer? Noch größer sein. Ja. Warte, stopp, stopp. Für die Maulwürfe? Jetzt? Ja, jetzt ja. Geht. Ich kann es noch größer machen. Achtung. Was sagt ihr fein. Dazu? Ja, das ist, und ist super fein. Also, der Sautramani-Yajna ist ein vedisches Opfer, das ursprünglich durchgeführt wurde, um den Göttern Indra und Soma zu ehren und rituell zu reinigen. Aha. Es wird oft im Zusammenhang mit der Wiederherstellung und Stärkung der Kräfte erwähnt, insbesondere für Krieger und Kshatriyas, die durch bestimmte Vergehen oder Schwächung in ihrer Kraft oder ihrem spirituellen Zustand beeinträchtigt wurden. In einigen Texten wird dieses Opfer als Mittel zur Reinigung und Heilung angesehen und es hat eine besondere Verbindung zu der Erneuerung der Vitalität und der Sühne. Das Opfer ist traditionell sehr komplex und beinhaltet die Darbringung von Soma und sowie anderer ritueller Gegenstände, um bestimmte göttliche Kräfte zu besänftigen und zu stärken. Haribol. Okay. Haribol, das macht Sinn. Ja. Ja, ich denke, wir lassen es mal einfach so stehen für heute. Im Chat steht noch mal eine Frage. Ja. Ja, Chichakti, und im Chat gucke ja, ich auch mal. Ja, wie gesagt, mit der Ehe und so weiter, dass das erlaubt. Wie sieht denn das aus mit der, wenn Männer und Frauen einfach zusammenleben in eheähnlicher Gemeinschaft, die sich auch als Ehe verbunden fühlen, nur nicht diesen offiziellen Trauschein gefunden haben, was die Regierung ihnen verpasst? Ja, genau, gute Frage. Also in den Veden wird von verschiedenen Formen der Heirat auch gesprochen. Zum Beispiel gibt es die Ehe, wo sich Mann und Frau irgendwo treffen und sich angezogen fühlen und dann an Ort und Stelle beschließen, wir sind ein Paar, und das unterstreichen sie dann auch noch mit einem Akt und dann gelten die als verheiratet. So eine Beschreibung habe ich gefunden. Die müssen dann natürlich auch dann dazu stehen, weiterhin. Und dann gibt es Ehen, wo dann die Eltern das so bestimmt haben. Du heiratest jetzt den und du heiratest jetzt den. Und dann gibt es ein großes Ritual. So, da gibt es für verschiedene Ehen auch Bezeichnungen. Das können wir vielleicht mal in der nächsten Sendung, können wir uns das mal genauer anschauen. Chichakti, merkt ihr doch mal diese Frage. Ja. Auf jeden Fall so vom gesunden Menschenverstand würde ich sagen, in dem Moment, wo sich ein Paar, in dem Moment, wo sie sagen, wir sind jetzt ein Paar und wir bekommen auch Kinder, wir mögen vielleicht kein Ritual jetzt ausgeführt haben oder einen Trauschein beim Standesamt, aber wir fühlen, dass wir ein Paar sind. So.
Ich würde sagen, selbst wenn die nie einen Trauschein bekommen, aber so bleiben, wie sie sind, mit diesem Gefühl der Verantwortung, dann kann ich mir gut vorstellen, dass Krishna sagt, ja, ist ja alles klar. Ihr habt zwar jetzt hier keine Rituale und Zeremonien, aber ihr habt das Wichtigste, worum es geht, das habt ihr befolgt, nämlich die Verantwortung füreinander und für eure Nachkommen. So, das finde ich besser, macht für mich mehr Sinn, als Leute, die viermal hintereinander verheiratet waren und jedes Mal ein totales Chaos. Kann ich mir nicht vorstellen. Und innerhalb der Ehen gab es Seitensprünge. Sie hatten zwar einen Trauschein, der Priester hat Zeremonien durchgeführt, aber ja, brauche ich, glaube ich, nicht näher drauf eingehen. Das macht für mich viel weniger Sinn als zwei Personen, man nennt das, glaube ich, wilde Ehe, die eine wilde Ehe haben und dann offene Ehe, die zu ihrer Beziehung stehen und auch dann sich um die Kinder kümmern, ohne Rituale und ohne Trauschein. Ja, am besten wäre es natürlich, wenn beides dann da ist. Also ein Paar, das sich zueinander bekennt und die Verantwortung übernimmt und dann auch das vielleicht mit einem Ritual oder mit einem Trauschein unterstreicht. Das wäre wahrscheinlich das, oder das ist mit Sicherheit wohl das höchste Ideal, aber es ist dann nicht ein Schwarz oder Weiß, das ein Alles oder Nichts. Ja. Und das, ich denke, das muss jeder Mensch, wir leben in Zeiten, wo das alles ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist in den letzten 50 Jahren, hat die also die Ehe nicht mehr diese Bedeutung wie vielleicht vor 50 oder vor 100 Jahren. Aber für die, die dann mit dem Krishna-Bewusstsein in Kontakt kommen, da kann dann, muss jeder irgendwie schauen, wie er das am besten vereinbart. Das ist ja auch hier so unterm Strich der rote Faden in der Erläuterung, wo Srila Prabhupada erklärt, jeder muss dort abgeholt werden, wo er steht. Und wenn wir vielleicht aus einer Kultur kommen, wo das alles ein bisschen durcheinander geraten ist und wir vielleicht auch da beeinflusst wurden und dann kommen wir mit dem Krishna-Bewusstsein in Berührung, da kann man natürlich nicht erwarten, dass wir so über Nacht plötzlich zu dem Musterschüler der brahmanischen Kultur geworden sind, sondern dann müssen wir gucken, wie können wir mit der Situation, in der ich jetzt gerade bin, wie kann ich schauen, dass ich wieder nach oben gehe, dass ich also die Treppe wieder nach oben laufe. Und da, das wird sicherlich nicht passieren, dass wir so über Nacht plötzlich ein musterhaftes vedisches Leben verheiratet und mit allen Zeremonien und der Brahmana hat diesen Mantra. Das kann man alles, das wäre unrealistisch. Und da habe ich mal einen netten Menschen mal getroffen, der heißt Patrick Babumian, ist offiziell der stärkste Mann Deutschlands gewesen, so vor 10 Jahren. Und der hat auch vegetarisch gelebt. Und mit dem war ich auf Facebook befreundet. Und dann hat ihn eine Frau gefragt, ja, ich habe jetzt mit dem Fleischessen aufgehört, aber ich esse noch ganz viele Eier. Ist das schlimm? Und seine Antwort war ganz trocken, jeder Schritt in die richtige Richtung ist ein guter Schritt. Das fand ich total toll. Das fand ich total toll. Er hat ihr also keine Predigt gehalten. Oh, du isst noch Eier und schlimm. Sondern hat gesagt, toll, dass du mit dem Fleisch essen, dass du das geschafft hast. Und so würde ich auch Menschen beraten, die so mit Heirat und Ehe und so weiter, da muss man sich die Situation angucken, den ganzen Background, die ganze Vorgeschichte, die Durcheinandergeratung der Kultur.
Und dann muss man solchen Leuten sagen, solchen Menschen, okay, da stehst du, dann ist doch schon mal toll, dass du jetzt die nächste Stufe bekommen hast. Natürlich hat das jetzt mit dem Bilderbuch einer Bhagavad Gita noch nicht wirklich viel zu tun. Wenn wir jetzt so einen Film gucken, so die Bilderbuchehe der vedischen Kultur, da sind wir noch nicht. Aber du hast dich schon von einer niedrigeren Stufe gelöst, bist auf einer höheren und vielleicht wirst du in einem Jahr noch eine Stufe erreichen und am Ende kann es sein, dass Krishna sagt, okay, er kommt aus einer totalen chaotischen Kali-Yuga-Kultur mit allem, was da so zugehört, aber er hat dann irgendwie, er oder sie, die Kurve gekratzt, hat die Bücher vom Prabhupada angefangen zu lesen, hat angefangen zu chanten, hat angefangen oder hat aufgehört mit dem Fleischessen. Also man muss, ich denke, Krishna ist eher der Typ, wenn ich das mal so salopp sagen darf, er ist eher so der Typ, der guckt, wo wir uns überall angestrengt haben und wo wir überall geschaut haben, okay, das mache ich jetzt auch noch. Jetzt höre ich auf mit dem Whisky trinken oder irgendwie. Da, ich glaube, Krishna ist so der Typ, okay, wow, das hat er jetzt auch noch gemacht. Natürlich ist das noch nicht so richtig, wie es im Bilderbuch steht und das ist auch noch nicht so 100%. Aber ich gucke mehr auf das, wo er sich überall Mühe gegeben hat und am Ende kann es dann sogar passieren, dass Krishna sagt, ja, ich weiß, völlig chaotisch alles, aber am Ende hat er sich fast immer Mühe gegeben. Der kommt nach Hause, der kommt nach Hause zu mir zurück. Man sagt so. Ja auch, Krishna akzeptiert alle Bemühungen, die wir für ihn anstrengen. Die akzeptiert er. Und wenn die 10-mal in die Hose gehen, aber diese Anstrengung, zu ihm zu kommen, die zählt, ne? Genau. Und ich kann das auch, oder Chichak, die wir beide, und die anderen sind bestimmt auch auf unserem Boot, wir können das auch schastrisch belegen, dass Krishna so ein Typ ist. Und zwar im 11. Kapitel der Bhagavad Gita, wenn ihr das mal lesen solltet, da sagt Krishna ganz am Anfang, warte, ich schlage euch das nochmal auf kurz, jetzt sind wir gerade mal dabei. Hier seht ihr die Bhagavad Gita. Könnt ihr die sehen? Ja. Die klicke ich jetzt an, gehe zum 12. Kapitel und das fängt an mit Vers, lass mich schauen, mit Vers 6 und 7 fängt das an. Warte. Ja, mit Vers 6 und 7 schlage ich mal auf. Da sagt Krishna, ich mache das für euch mal größer, auch für die YouTube-Zuschauer. Könnt ihr das jetzt gut sehen? Ja. Doch diejenigen, die mich verehren, die all ihre Tätigkeiten mir weihen, mir ohne Abweichung hingegeben sind, sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigen und immer über mich meditieren, indem sie ihren Geist fest auf mich richten. Sie, o Sohn Pritas, befreie ich sehr schnell aus dem Ozean von Geburt und Tod. Also das ist so die Stufe, die höchste Stufe. Ja, ja. Ich meine, wenn wir jetzt von uns sagen, dass wir das alles hier jeden Tag 24 Stunden beachten, ja, dann haben wir es geschafft. Ne? Dann sagt aber Krishna im nächsten Vers, Achtung, nächsten, das ist auch nochmal die höchste Messlatte. Richte deinen Geist einfach auf mich, die höchste Persönlichkeit Gottes, und beschäftige all deine Intelligenz mit mir. So wirst du ohne Zweifel immer in mir leben. Also das gehört noch dazu zu dieser höchsten Stufe. Aber jetzt, Achtung, mein lieber Arjuna, o Gewinner von Reichtum, wenn du deinen Geist nicht ohne Abweichung auf mich richten kannst, dann steht hier nicht, dann gehst du in die Hölle, dann kommst du ins Fegefeuer oder irgendwas. Nein, hier steht, so befolge die regulierenden Prinzipien des Bhakti-Yoga
und entwickle auf diese Weise den Wunsch, zu mir zu erlangen. Jetzt mag einer von uns sagen, von den YouTube-Zuschauern, oh, habe ich hier gerade was von regulierenden Prinzipien gelesen? Genau das fällt mir ja so schwer im Krishna-Bewusstsein. Aber das Baby ist immer noch nicht in den Brunnen gefallen. Dann sagt Krishna als nächstes, wenn du die Prinzipien des Bhakti-Yoga nicht praktizieren kannst, dann versuche einfach für mich zu arbeiten. Denn indem du für mich arbeitest, kannst du die Stufe der Vollkommenheit erreichen. Ja, also wir sehen, Krishna gibt immer noch eine nächste untere Stufe. Und selbst, Achtung, wenn du jedoch nicht imstande bist, in diesem Bewusstsein für mich zu arbeiten, dann versuche, allen Früchten deiner Arbeit zu entsagen und im Selbst verankert zu sein. Das bedeutet zum Beispiel, dass man Spenden gibt für wohltätige Einrichtungen. Man mag seine Spende vielleicht nicht direkt zum Krishna-Bewusstsein geben, aber man gibt sie für gute Sachen so. Ja, gibt es noch eine tiefere Stufe? Mal gucken. Meine Güte, es geht noch weiter. Wenn du nicht auf diese Weise handeln kannst, dann beschäftige dich mit der Entwicklung von Wissen. Besser als Wissen jedoch ist Meditation und besser als Meditation ist die Entsagung der Früchte seiner Tätigkeiten, denn durch solche Entsagung kann man inneren Frieden erlangen. Ja, also das ist für mich der Beweis, dass Krishna unsere Bemühung, wo wir auch stehen mögen, unsere Bemühung nach Verbesserung, dass er sie uns groß anrechnet und dass dadurch immer wieder neue Chancen eröffnet werden. Okay, Mensch, jetzt haben wir aber hier ganz schön... Ich hätte bald gesagt, allbarmherzig, hätte ich beinahe gesagt. Ja. Ja. Habt ihr eigentlich schon unseren Vedavox-Kanal abonniert und die Tempelglocke aktiviert? Ich schaue mit großem Schock auf den Glockenturm und bitte alle um Verzeihung, aber es wurde gerade so spannend. Und ich hoffe, haben wir hier noch im Chatfenster ganz kurz? Ich kenne hier auch einen, der mir das immer erzählt hat, wie viele Enten die geschlachtet haben. Schrecklich, was für eine Menge. Und er ist total stolz, was er geleistet hat vor Weihnachten. Ja, das ist natürlich völlig bizarr. Ja, also, ich habe mal auf dem Grabstein, ich war mal auf dem Friedhof, da stand auf dem Grabstein Erwin Meyer, 1892 bis 1967. Er hat immer treu seine Arbeit als Schlachtermeister ausgeführt. Im frohen Gedenken seine Familie und Sohn Ulf. Ja, dachte ich auch. Alles klar. Ich würde sagen, wir verabschieden uns mit einem gemeinsamen Hare Krishna. Ich bedanke mich an alle, die bis jetzt durchgehalten haben. Donnerwetter. Nächste Sendung wollen wir aber wieder zu unserem Zeitrhythmus zurückkehren, weil sonst aus Erfahrung, da sind wir wieder bei den Regulierungen, kann das dann immer länger werden. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, alle zusammen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. 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 Premanandi. Hari Hari Bol. Hari Hari Bol.
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare.